So, I went to the U.S. in 2009 with the CBYX student exchange program. PPB Stipendien sind so wichtig. It allows students from Germany to go to the U.S. and students from the U.S. to go to Germany to exchange cultures, to promote peace between Germany and America, and to kind of get rid of stereotypes. Das ist eure Aufgabe ist, ein bisschen was den Deutschen ein bisschen mehr zu erklären über Amerikaner, dass es eben nicht so ist, dass alles, was es in Amerika gibt, ist Date My Mom. Ich finde das so lästig, dass wir immer auf Englisch reden müssen. Howdy, y'all. Have some help around here? Genau. Das ist das Problem. So viele Leute in Europa und der ganzen Welt können Englisch als Fremdsprache reden. Aber ich will, dass die mich im Ernst nehmen. Amerikaner. Die verstehen kein Wort, oder? Nee, wir können Deutsch sprechen. So, als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich fast kein Deutsch. Ungefähr, ja, ich heiße Annika. Und Dankeschön. Exchanges can teach you much better than any teacher in the classroom ever could. It's great to see all those American kids going abroad to Germany and how good their German actually is. Aber jetzt, es ist so 5 Monate später, kann ich noch nicht flüssig reden, aber viel besser. Und ich rede jetzt mit meinen Freunden immer auf Deutsch ohne Problem. Und das finde ich toll. And you might be able to have a conversation with someone that you wouldn't actually have been able to talk with if you didn't know German. And so it's just a new door for more opportunities. It's more than just the possibility to learn the language, but also to learn the culture and get to know the world. When you go to another country, the interesting thing is you live there for a long time and then you begin to take these parts of the culture with you. Ich denke, ich hatte kein dem USA so ein anderer religiös Ort zu besuchen. In Amerika, wir hören sehr viel und ist ein Ding, wenn man hört sowas, aber wenn man sieht sowas und hört sowas von einer Glaube, von einer anderen Religion oder einer anderen Nation, ich finde es, man hat einen total anderen Eindruck. It was like a different part of a culture that I've never really gotten to experience. Wir sind so willkommen hier. Ich habe nicht nur über Deutschland gehört, aber auch über die Muslim-Religion, ein bisschen Türkei. I was just playing soccer, it was really fun. It's cool that we're like playing soccer with the German kids because it's such a great, big part of their culture. Ja, ich war gut und der da, der Große, der war, naja, gut. Ich habe viel Spaß gemacht. Es war lustig. Montag Frühstück. Montag Mittagessen. Brot. Montag nach der Schule. Brot. Dienstag Frühstück. Brot. You learn about yourself, you learn about what qualities you have, you learn to be strong and independent. Ich dachte, dass ich wusste schon, wer ich bin, ich wusste schon, was ich will, was ich brauche und alles. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen. It's great to see how they develop. How they develop. Und ich denke, dass wenn wir sind hier, wir sind europäisch, wir sind Amerikanerin. Aber jetzt wirklich denke ich an die ganze Welt und ich habe auch Lust darauf, alles zu sehen und alles. Und es ist auch eine einfach sehr wichtige Erfahrung. Und wenn ihr wieder zurückkommt in die USA? Oder erzählt, dass die Deutschen nicht alle ganz kalt sind und nur in Lederhosen rumlaufen und Bier trinken jeden Tag. Untereinander sind die auch ganz unterschiedlich wahrscheinlich. Das heißt, schon allein deswegen kann man nicht sagen, es ist Deutschland ist so und so, sondern für dich ist Deutschland so, für dich ist Deutschland ganz anders. In meiner Stadt, Leute einfach denken das so, oh, die sind alle Nazis oder ich meine wirklich, ich denke so. Und wenn ich zurückgehe, ich kann einfach sagen, oh ja, es ist sehr schön da, geht dahin, weil es ist sehr schön zum Leben. Ihr könnt halt bei einzelnen Leuten eben so einen Unterschied machen. Und das ist ja das Wichtige, dass so einzelne Freundschaften zwischen Ländern entstehen. Und dafür seid ihr so der Vermittler vielleicht. Dann nimmt man eine Erfahrung weg, das kann wirklich ein Leben verändern. Und dann, es kann auch
einfach Deutschland mit Amerika verbinden. Since there are so many students who just can't afford the costs of such a great experience, I think it's very important that the Congress and the Bundestag will continue to finance such programs. I wouldn't be able to be here if I hadn't won the scholarship. I am thankful for Congress Bundestag. They have like saved my year, saved my life. Wenn ich einen Alltag in Deutschland gemacht habe mit die Sprache und mit einer neuen Gastfamilie und ich habe alles geschafft, dann wirklich denke ich, dass ich inspiriere mich zu, ich weiß nicht, alles in meinem Leben. Mit Uni oder zum Beispiel mit meiner Arbeit, ich kann alles schaffen. I mean, I couldn't have been this done this year in the US. It's been absolutely amazing in every single way. It'd be great to have some more American kids over here. This is like an experience that you can't have any other way. Changed my life.